Viele Menschen befinden sich derzeit in ihrem wohlverdienten Sommerurlaub. Urlauber in Spanien oder den Niederlanden müssen sich nun allerdings auf Einschränkungen einstellen. Denn noch in dieser Woche könnten die Regionen zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden. In Spanien liegt die 7-Tage-Inzidenz inzwischen bei 385,2. In den Niederlanden sogar bei 360,9. Konkret bedeutet das, Urlauber in Spanien oder in den Niederlanden müssen im schlimmsten Fall bei Rückreise nach Deutschland in Quarantäne, wenn sie nicht genesen oder geimpft sind. Von nicht notwendigen touristischen Reisen in diese Hotspots wird dann außerdem gewarnt. Wie lange die Reisenden in Quarantäne müssten, ist noch unbekannt. Nach bisherigem Stand sind es 10 Tage ab der Ankunft. Allerdings könnten Urlauber ihre Isolation durch einen negativen Antigen-Schnelltest, der bis zu 5 Tagen nach der Landung gemacht wird, unterbrechen. In Panik verfallen und euren Urlaub stornieren braucht ihr jetzt aber nicht. Denn noch hat das Robert-Koch-Institut seine Risikobewertung nicht veröffentlicht. Möglicherweise könnte auch alles so bleiben, wie es jetzt ist.